Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr da seid zu unserer Ermutigung heute. Plötzlich ist es wieder da, dieses Bild, das schon mal vor längerer Zeit durch die sozialen Netzwerke ging. Seit dem Beginn der russischen Invasion der Ukraine, da sieht man es wieder öfter. Menschen teilen das Foto auf Facebook, Instagram, Twitter, in ihrem WhatsApp-Status und anderswo. Sie teilen das Bild, weil es von ihrer Hoffnung spricht. Was ist zu sehen? Eine junge Frau ist auf dem Foto und ein junger Mann, und sie stehen sich gegenüber und umarmen sich zärtlich. Sie kuscheln, Stirn an Stirn, so als wollten sie sich gleich küssen, und ihre Gesichter spiegeln die Liebe, die sie offenbar füreinander empfinden. Unwillkürlich denke ich, wenn ich sie sehe, an das Lied »Flugzeuge im Bauch« von Herbert Grönemeyer. So sehen sie aus, die beiden jungen Leute. Sie haben vor Liebe zueinander Flugzeuge im Bauch. Die umstehenden anderen jungen Leute auf dem Foto, die nehmen größtenteils gar keine Notiz von diesem schwer verliebten Paar. Dass sich zwei so nahe kommen, das ist für sie was ganz Normales, was Natürliches. Wie schön. Nur zwei junge Männer sehen interessiert herüber und einer hat sein Handy gezückt und fotografiert die beiden Verliebten. Warum wohl? Vielleicht, weil die beiden Flaggen um ihre Schultern tragen. Der junge Mann eine ukrainische, die junge Frau eine russische. Das ist es wohl auch, was das Foto für uns so interessant macht, warum es uns so bewegt und rührt in diesen Tagen. Es spricht davon, dass zärtliche Liebe möglich ist, auch dann, wenn wir zu eigentlich verfeindeten Lagern gehören. Ich habe ein bisschen recherchiert zu dem Foto und ich habe herausgefunden, dass es aus dem Jahr 2019 stammt, also schon 3 Jahre alt ist. Es ist die Russin Juliana Kuznetsova und ihr ukrainischer Verlobter, die das Foto zeigt. Sie beide waren auf einem Konzert in Polen, das sie zusammen besucht haben. Juliana hat das Foto aufnehmen lassen und es dann auf Instagram veröffentlicht, 2019 wohlgemerkt. Nicht als politisches Statement, sondern einfach als Zeugnis ihrer Liebe zueinander, die alle Grenzen überwindet. Mich erinnert das daran, dass die Auseinandersetzungen zwischen Russland und der Ukraine ja nicht erst jetzt begonnen haben. Manchmal könnte man den Eindruck gewinnen, sondern schon seit 2014 im Gang sind, wenn auch in kleinerem Ausmaß. Es erinnert mich auch daran, wie die Bibel von der Liebe spricht. Sie hört niemals auf, heißt es da. Sie deckt viele Sünden zu. Gott, heißt es in der Bibel einmal, Gott ist die Liebe. Vielen von uns und mir auch macht gerade dieses Bild heute Hoffnung. Hoffnung darauf, dass die Liebe stärker ist als alles, was uns voneinander trennt, dass sie stärker ist auch als Gewalt und Krieg und Macht. Hoffnung vor allem darauf, dass es immer solche jungen Menschen geben wird, die sich den Feindbildern, die uns manche einreden wollen, widersetzen und sich einfach lieben. Ich wünsche euch einen guten Tag, ihr Lieben. Seid behütet, seid gesegnet. Passt gut auf euch auf, passt aufeinander auf und wenn ihr wollt, dann bis Sonntag. Tschüss.